Offenbar weiterer Fall von unberechtigter Datenabfrage bei hessischer Polizei. Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, sollen von einem Rechner persönliche Daten der Kabarettistin Edil Beida abgerufen worden sein. Sie wird seit Monaten von Rechtsextremisten bedroht. England führt Maskenpflicht in Geschäften ein. Die Maßnahme tritt am 24. Juli in Kraft. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Geldbuße von umgerechnet bis zu 110 Euro rechnen. Bislang gilt eine Pflicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln. Kalifornien kappt Lockerungen der Corona-Auflagen. Gouverneur Newsom sagte, landesweit müssten Bars, Kinos, Zoos und Museen schließen. Restaurants dürften Gäste nur noch im Freien bewirten. In 30 Bezirken, darunter Los Angeles, seien auch Fitnessstudios, Kirchen und Friseure betroffen. Hintergrund sind die weiter stark steigenden Infektionszahlen. Macron dankt Pflege- und Krankenhauspersonal. Wir müssen weiter vorsichtig sein, aber das Leben kehrt zurück, sagte der französische Präsident am Vorabend des Nationalfeiertags. Die traditionelle Militärparade zum 14. Juli entfällt. Auf der Place de la Concorde sollen stattdessen die Alltagshelden der Corona-Pandemie geehrt werden. Regierungskritische Proteste in Bulgarien gehen weiter. Tausende Menschen versammelten sich am Abend vor dem Parlament in der Hauptstadt Sofia und forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Borisov. Dem hatte Bulgariens Präsident Radev zuvor öffentlich mafiöses Verhalten vorgeworfen, weil Borisov gegen einen Antikorruptionsbeauftragten des Präsidenten ermitteln lässt. Das Wetter zunächst vielfach Sonnenschein, im Nordwesten aber meist Wolken verhangen und Regen. Die Regenwolken breiten sich bis zum Abend, bis zur Mitte aus, vereinzelt mit Gewittern, Höchstwerte 16 bis 29 Grad.